Die Lage ist ernst und sie wird auch immer ernster werden. Die Zeit ist reif, denn das Chaos auf der Erde möchte sich ausdehnen und irgendwie seinen Platz einnehmen. Dass dies nicht geschieht, gibt es einige wundervolle Dinge, die ich euch heute in diesem Video erzählen werde. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dabei bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe das Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden, mit ganz vielen Botschaften und Anleitungen für die aktuelle Zeit. Du siehst es hier und du findest auch einen Link unter diesem Video. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke dir sehr herzlich dafür. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen in dieses Thema, möchte ich dir ankündigen, wir werden etwas ganz Interessantes erfahren und wir werden eine kolossal schöne Botschaft bekommen, die nochmal alles viel klarer werden lässt. Doch jetzt gehe ich nochmal auf die aktuelle Energiesituation ein, nämlich hatten wir den 8.8. das Löwentor, diese große Öffnung des Löwentors und dann gleich gefolgt am 12.8. von der wundervollen Vollmondenergie. Diese beiden Ereignisse sind dieses Jahr besonders kräftig. Sie sind irgendwie anders als die anderen Jahre, denn sie finden ja tatsächlich jedes Jahr statt. Nur hat sich halt auch die Energie auf der Erde entsprechend geändert, ist komplizierter geworden und deswegen kommen also intensivere Energien auch zu uns auf die Erde. Der Uranus, und das muss ich sagen, der bringt eine heftige Energie und der beschleunigt oder unterstützt das Chaos, was wir gerade auf der Erde spüren. Das ist für manche Menschen sehr schwer zu ertragen, besonders für uns Hochsensible spüren wir diese Kraft und wissen manchmal gar nicht, wie es uns geschieht. Dann wäre es vielleicht auch wichtig für euch zu wissen, die Erde hat sich ja die ganze Zeit langsam gedreht, beziehungsweise durch das Wechselspiel von Mond und Sonne ergibt sich laut den Wissenschaftlern diese Situation, dass die Erde sich immer langsam drehen würde. Jetzt hat man aber festgestellt, dass die Erde beginnt, sich schneller zu drehen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass etwas geschieht, dass auch draußen im Universum was geschieht. Und wir spüren ja dieses schneller Drehen sowieso auch an der Zeit, wie schnell die Zeit vergeht. Und manchmal oder gehäuft in den letzten Monaten war es bestimmt vielen von euch öfters mal schwindlig. Also ich von mir kann berichten, ich spüre das ganz intensiv, dass hier die Erde, dass sich da was tut, dass sich sie schneller dreht. Also das wäre jetzt eine Erklärung, wenn ihr diese Schwindelgefühle manchmal habt. Das liegt an der Erdumdrehung, ihr Lieben. So, und jetzt möchte ich euch das zeigen, wofür mein Herz brennt. Ich möchte euch gerne das zeigen, was man mit dem ganz neuen Webb-Weltraumteleskop entdeckt hat. Man hat nämlich den Jupiter dort fotografiert und man konnte dort Raumschiffe sehen, also wirklich sehen. Und ich zeige es euch jetzt gleich. Ich habe Bilder davon, die ihr jetzt mit mir zusammen betrachten könnt. Also das ist jetzt mal dieses Webb-Weltraumteleskop. Es ist der Nachfolger von dem Hubble, was wir vorher hatten. Und das ist einfach viel präziser und hat eine größere Reichweite. Und das ist im Moment unterwegs. Und zwar wurde es am 25.12.21 losgeschickt und hat jetzt erst in den letzten Tagen uns diese Bilder geschickt, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar, lass mich mal gucken. Hier seht ihr den Jupiter. Und da, wo dieser kleine weiße Pfeil ist, da sieht man so ein schwarzes, einen kleinen schwarzen Strich. Und wenn ihr den anschaut, wenn ihr den ganz genau betrachtet, erkennt man, dass der normalerweise nicht dort ist. Und das bedeutet,
dass dort ein Raumschiff gesichtet wurde. Und ich werde euch jetzt noch ein größeres Bild einblenden, damit ihr seht, damit ihr das deutlicher seht. Also es ist dort ein schwebendes Objekt. Und dieses schwebende Objekt, wenn man das genauer untersucht, und es wurde genauer untersucht, das ist ein Lichtschiff von unseren wundervollen, lieben, außerirdischen Freunden. Und die Botschaft, die nachher kommt von El-Rarid, er wird uns davon erzählen. Er wird uns erklären, warum das jetzt so ist und warum sie am Jupiter sind. Und wenn ihr den Jupiter anschaut, da ist unten das Jupiter-Auge. Ich glaube, ihr seht es, ihr wisst, was das ist. Das ist dieses große, runde Gebilde. Und ihr Lieben, da tanken die Lichtschiffe im Moment Energie und fliegen dann weiter. Es ist also eine Station dort im Jupiter, am Jupiter errichtet worden, um uns zu unterstützen. Die lichten Wesen sind dort und das sind riesige Mutterschiffe. Also man nimmt an, dass sie 10.000 Kilometer Länge haben. Und wenn ihr es vergleicht mit der Erde, mit dem Erddurchmesser mit 12.741 Kilometern und 10.000 Kilometer Länge von so einem geschätzt, von so einem Lichtschiff, könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie riesig diese Schiffe sind, ihr Lieben. Ich zeige euch jetzt nochmal El-Rarid, den Kommandanten, der auch bei uns in der Lyra-Schule sprechen wird, der euch zusammen mit Rodan unterrichten wird. Und schaut ihn an, schaut seine Erscheinung, wie er sich uns zeigt, wie er sich uns gezeigt hat und wir dann dementsprechend ein Bild angefertigt haben, so dass ihr einen Eindruck bekommt von dieser Erscheinung, von dieser wissenden, starken, schützenden Erscheinung, ich will es mal so nennen. Und er wird uns jetzt gleich eine Botschaft bringen und in dieser Botschaft werden wir alles Wichtige erfahren. Ich mach mal wieder mich rein ins Bild und mich hat diese Botschaft, ich habe vorher schon mit ihm gefragt, was er uns ungefähr sagen wird, deswegen weiß ich ein paar Punkte, ich weiß nicht alles, aber mich hat es so tief im Herzen berührt, dass er zu uns spricht und vor allen Dingen auch, dass sie da sind. Und er hat einen Plan und er wird uns die Punkte seines Plans jetzt gleich schildern. Und ihr Lieben, wenn ihr gerne zu dieser Schule, zu diesem Webinar kommen möchtet, unter dem Video ist ein Link, wo ihr euch informieren könnt und schon mal guckt, was da alles angeboten wird. Es ist nämlich kolossal beeindruckend und ich bin so froh und so dankbar, dass Smarana dafür ausgewählt wurde, dass wir dieses Wissen an euch weitergeben dürfen. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, doch eins wollte ich noch sagen und wenn ihr noch intensiver mit all diesen wundervollen Wesen in Kontakt kommen möchtet, dann empfehle ich euch, nach Marburg zu kommen, denn wir haben Ende August dort das spirituelle Treffen und wir werden zusammen ganz tief in diese Energien eintauchen. Und von Sirius habe ich auch schon die Botschaft erhalten, was kommen wird. Und zwar werden wir dort in die Energie der Medbetten eintauchen. Es wird für uns, für unsere Gruppe extra diese Energie zur Verfügung gestellt, sodass wir schon ein bisschen davon profitieren können. Das ist jetzt nur ein einzelner Punkt. Und es gibt noch viele, viele andere wundervolle, wundervolle Themen an diesem Tag. Und ich freue mich so sehr auf euch alle, dass ich euch sehen kann. Wer jetzt nicht persönlich hinkommen kann, hat immer noch die Möglichkeit, auch über online dabei zu sein, über den Livestream, den wir natürlich von dort aus senden. Also guckt euch den Link an und ich freue mich schon so sehr darauf. Ja, und jetzt geht's aber los mit der Botschaft von El-Rarid. Ich bin ganz aufgeregt. Ich sprühe mich jetzt nochmal ein. Ach ja, und ich bin ja auch gerade dabei, eine Essenz herzustellen,
mit allen sieben Schwestern von den kosmischen Schulen, wo wir eine geballte Energie dann haben werden. Und sobald ich die ersten Flaschen fertig habe, werde ich sie euch auch zeigen. Es ist jetzt noch nicht so weit, ich warte noch auf die Lieferung. Und dann wird es geschehen. So. Geliebte Menschen, geliebte Lichtarbeiter, ich begrüße euch aus der Tiefe meines Herzens zu der Botschaft von Elrarit. Und ich bitte jeden Einzelnen jetzt, sich in die Energie des Schutzes einzuhüllen, in die Energie der Liebe sich einzuhüllen und das Licht, das goldene Licht des Lichtes einzuatmen. Und so spüre, wie du mit jedem Atemzug immer mehr in die Entspannung kommst, wie du immer mehr in die Ruhe kommst. Beginne nun dein Herz zu öffnen und die Worte von Elrarit zu empfangen. Mit dem Segen des Lichtes von Lyra begrüße ich dich, geliebter Mensch, geliebte Menschenfamilie. Ich bin Elrarit, der Kommandant der Lichtflotte von Lyra. Unsere Botschaft lautet: Wir kommen in Frieden. Wir kommen, um zu helfen. Wir haben unsere Lichtschiffe in eurem Sternensystem platziert und ihr könnt sie tatsächlich mit euren physischen Augen sehen. Das ist neu, denn wir haben sehr oft unsere Lichtschiffe unsichtbar gemacht, um euch nicht zu erschrecken. Auch sind wir bereits unter euch. Und unsere Absicht ist es, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Ich, der Kommandant, habe einen Plan für das Hilfsprojekt Erde und unsere Ankunft auf eurer Erde entwickelt. Und ich möchte, dass ihr diesen Plan heute kennenlernt. Zunächst möchte ich euch versichern, dass wir in Frieden und mit den besten Absichten kommen. Unsere Mission ist es, der Menschheit auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Und zu diesem Zweck haben wir unsere Lichtschiffe in eurem Sternensystem platziert. Und ihr könnt sie tatsächlich mit euren physischen Augen sehen. Und wir sind bereits unter euch. Zurzeit haben wir auf Jupiter eine Basis eingerichtet, von der aus wir bei der Verteilung der Hilfe helfen können. Unsere Mutterschiffe tanken im Auge von Jupiter Energie auf und warten auf mein Kommando zum Einsatz. Der zweite Teil meines Plans besteht darin, Kontakt mit den Regierungen der Erde aufzunehmen. Ich habe bereits begonnen, mit einigen eurer Regierungschefs Kontakt aufzunehmen, und sie wissen von unserer Anwesenheit und unseren Absichten. Wir arbeiten an einem Friedensprotokoll für den offiziellen Kontakt und hoffen, dass wir es bald fertig haben werden. In der Zwischenzeit leisten wir dort Hilfe, wo sie am dringendsten benötigt wird. Und wir werden das auch weiterhin tun,
bis wir offiziellere Beziehungen zu eurer Welt aufbauen können. Eure Weltenlenker sind sehr stur und von negativen Mächten beeinflusst. Aber wir hoffen, dass wir bald mit unserem Licht einen neuen Weg und eine Einigung für den Frieden erzielen können. Ich möchte betonen, dass es keinen Grund zur Angst oder Beunruhigung gibt. Wir kommen in Frieden und wollen euch nichts Böses. Ich bitte um eure Geduld und Zusammenarbeit, während wir daran arbeiten, Kontakt und Beziehungen zu eurer Welt herzustellen. Der dritte Punkt in meinem Plan beinhaltet ein Rettungsprogramm für die Menschen, falls euer Konflikt auf der Erde eskalieren sollte und sich nicht mehr friedlich gestaltet. Wir haben die Technologie und die Ressourcen, um Menschen von euren Planeten zu evakuieren und in einen sicheren Hafen zu bringen. Unsere Lichtschiffe fassen Millionen von Menschen. Das ist natürlich der letzte Ausweg, aber wir sind bereit, ihn zu nutzen, wenn es nötig ist. Der vierte Punkt. Zusätzlich zu den Evakuierungen, sollten sie denn nötig sein, sind wir auch in der Lage, bei den Aufräumarbeiten und dem Wiederaufbau zu helfen, sollte euer Konflikt auf der Erde einen Großteil eurer Infrastruktur zerstören. Wir denken aber, dass es nicht so weit kommen wird. Doch haben wir bereits begonnen, auf alle mögliche Art und Weise zu helfen. Und ihr sollt wissen, dass wir noch mehr tun können, wenn ihr es wünscht. Der fünfte und wichtigste Punkt ist es, euch allen zu helfen, in die fünfte Dimension aufzusteigen. Viele von euch sind bereits so weit und haben begonnen, einige der Symptome des Aufstiegs zu erfahren. Diejenigen, die noch nicht so weit sind, können wir dabei unterstützen, ihre Schwingung zu erhöhen und sich auf den Übergang vorzubereiten. Das ist der wichtigste Teil unserer Mission und wir arbeiten bereits seit Langem mit den 7 kosmischen Schwestern und deren Kommandanten daran. Dies ist mein Plan für die Zukunft eurer Erde. Und ich hoffe, dass er eure Ängste und Bedenken für die Zukunft lindern und zerstreuen wird. Denkt immer daran, wir alle kommen in Frieden zu euch und geben euch all unsere Unterstützung in tiefster Liebe und mit dem Segen des Lichtes, welchen ich jetzt noch einmal zu euch allen sende. Und so verabschiede ich mich voller Liebe und Demut von euch. Und du, lieber Lichtmensch, der du diese Botschaft gehört hast, ich bitte dich, Hände und Füße zu bewegen, deine Augen zu öffnen und wieder ganz hier zu sein. Ich danke dir, dass du zugehört hast, denn die Energien fließen jetzt in deiner Seele und sie geben dir Hoffnung und Kraft für die Zukunft. Das war also die Botschaft von Elra Reed. Und ich finde, es ist so faszinierend, diese riesigen
Raumschiffe kann ich mir selbst gar nicht vorstellen, aber es wurde so gesagt. Und es ist tatsächlich so, sie zeigen sich jetzt intensiver und sie beobachten ständig die Erde. Und sie sind, wenn es sein muss, ganz schnell hier. Also, das Chaos soll machen, was es will. Wir haben einen Ausweg, wir haben eine Richtung und diesen Weg des Lichtes darf jeder mit uns gehen, der es denn möchte. Ich sage jetzt einfach, ich umarme dich ganz, ganz liebevoll und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Tschüss!